Ja, und jetzt ist es wieder Zeit für eine neue Folge Dönerstalk. Dieses Mal freue ich mich auf einen Mann, dessen Werdegang ich und Millionen anderer Ende letzten Jahres verfolgt haben. Für ihn ist ein Traum wahr geworden und ich habe einen wunderbaren Gast. Cenan Buldic ist heute bei mir. Ja, was viele wollen, hast du einfach gemacht. Cenan Buldic ist hier. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Wie hi. Geht's dir? Mir geht's prächtig, ehrlich gesagt. So, ja. Vermisst du deine Voice-Kollegen schon? Oh ja, total sehr. Also ich bin wir sind zu einer richtigen Familie zusammengewachsen und wir vermissen uns jeden Tag so. Man merkt so, wenn man in der Stadt geht und ein bisschen bummelt, denkt man sich, es wäre doch cool, wenn jetzt der ein oder andere von The Voice dabei wäre. Ach so, echt? Ist das so? Ja. Ist das so gekommen? Das ist so richtig intensiv schon. Aha, ja toll. Warum, also die meisten, es gibt auch welche, die kenne ich so, aber die meisten kenne ich natürlich über The Voice of Germany. Warum bist du da hingegangen? Was war da so der Antrieb? Weil ich glaube, das ist ja auch immer so ein Schritt, sich dazu bewerben oder zu so einem Casting zu gehen, das ist natürlich auch, da weiß man nicht, wie ist das mit dem Selbstvertrauen, soll ich das tun? Was war das bei dir für eine Situation? Bei mir, also ich habe ja ganz früh angefangen, Covers zu machen, erstmal über Facebook, dann habe ich wirklich Amateurvideos hochgeladen auf YouTube, aber es kam immer ein cooles Feedback. Irgendwann dachte ich mir, okay, es schreiben immer wieder dieselben Leute, dass ich es gut mache. Ich hatte so das Gefühl, ist das jetzt wirklich, weil ich es gut gemacht habe oder weil es halt einfach so aus Höflichkeit gemacht wird. Und deswegen wollte ich einfach den Schritt gehen und sagen, okay, ich will von einem richtigen Coaching, ich will richtige Leute vor mir haben, Musiker, Leute, die Ahnung haben, und die sollen mir das Feedback geben. Mhm. Und deswegen mein Entschluss, mich bei The Voice zu bewerben und zu gucken, wie weit das denn gehen kann. Mhm. Es ging ja relativ weit. Gott sei Dank. Halbfinale, nicht so schlecht, würde ich sagen. Das stimmt. Wie viele Leute haben sich denn da beworben unterm Strich? Also wie viele hast du hinter dir gelassen? Also 20.000 Bewerber waren es und 150 waren Blind Auditions. Und dann wird ja immer halbiert oder geviertelt oder bis zum Halbfinale. Was ist denn bis zu den Blind Auditions, was passiert denn dann? Also vielleicht muss man es den Zuschauern kurz erklären. Blind Auditions, klar, ist das, was man im Fernsehen als erstes sieht von The Voice, wo die Coaches mit dem Rücken zur Bühne sitzen und sich dann umdrehen, wenn ihnen die Stimme gefällt oder wenn sie sagen, das könnte die nächste Stimme Deutschlands werden. Genau. Und das ist das Erste, was man so in der Sendung sieht. Die Castings davor gibt es aber auch. Die sieht man da nicht. Was passiert denn davor? Richtig, also es läuft ja auch momentan die Scouting-Tour. Es gibt verschiedene Städte, München, Berlin, Hamburg und so weiter, wie sie heißen, die großen Städte. Da geht man hin zu einem Scouting. Man macht da in dem Scouting 3 Runden. Das ist einmal eine A Cappella-Runde vor ca. 40 Leuten in einem Raum, die alle 40 singen. Und meistens ist es so, dass 2 bis 3, 4 Leute weiterkommen. Da wird der Name oder die Nummer aufgesagt. Und dann sieht man oder weiß man, dass man eine Runde weiter ist. Mhm. Die zweite Runde, bei mir war es jetzt eher so, dass ich das Gefühl hatte, nicht rausfliegen zu können, weil es eher so war, wir passen meine Hintergrundmusik an zu meiner Stimme. Und dann gehst du in die dritte Runde. Also ich glaube, die zweite Runde ist mehr so, dass man nochmal vor dem richtigen, von dem richtigen Jury, das sind halt die Vocal Coaches teilweise, die Musikproduzenten, die Musikredaktion von The Voice sitzt da, und dass man vor denen eben einen guten Eindruck hinterlässt. Passt man zum Beispiel, wenn man einen Ton zu hoch hat, einen Ton tiefer, dass man gemütlich singen kann. Mhm, das passiert in der zweiten Runde. In der dritten Runde sitzt man dann eben vor den zukünftigen Vocal Coaches. Also, die dich auch die Zeit begleiten. Genau, dann. Die dich die Zeit begleiten. Vor der Musikredaktion ein paar Leute von Pro7, Sat1 können welche dabei, können aber auch welche von Universal dabei sein. Und dann singt man vor denen 3 Songs mit einem Instrumental. Und dann sind so 3, 4 Leute in einem Raum. Man geht raus, die Coaches besprechen sich, man kommt wieder rein, bekommt da die Antwort, jo, du hast es in die engere Auswahl geschafft. Und dann heißt es warten und zittern. Weil okay, dann, aber, und dann... Dann kommt erst der erste Fernsehauftritt. Nee, noch, noch lange nicht. Ach so, immer noch lange nicht. Dann gibt es einen Videoentscheid. Aha. Dann werden 500 Leute nach Berlin eingeladen. Dort singt man nochmal 3 Songs vor derselben Jury und ein bisschen mehr. Also dann hocken dann schon nochmal größere Leute da am Tisch. Okay. Und dann bekommt man einfach nur ein Feedback, so hast du gut gemacht, wir melden uns bei dir. Und dann melden sie sich oder nicht. Genau, und das dauert so 2 Monate, bis man weiß, ob man bei den Blinds ist. Ach so, das heißt ja, wenn du bei diesen Blind Auditions bist, dann hast du ja
schon unheimlich viele Leute hinter dir gelassen. Da bist du ja eigentlich schon, da hast du richtig was geschafft, oder? Klar, also jeder, der bei den Blind Audition war, jeder, wo bei den Vorrunden in Berlin war, war schon ein richtig guter Musiker und guter Sänger. Auch die Leute, wo nicht gezeigt wurden in den Blind Audition, es gibt ja viele, wo leider nicht ausgestrahlt werden, weil es einfach die Kapazität nicht da ist, sind unheimlich gute Sänger. Und wenn man so zurückdenkt, kriegt man Gänsehaut, wenn man denkt, wo man eigentlich dann letztendlich war. Ach krass. Und dann ist es so, also ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich da mitmachen würde, dann, wenn ich dann auf der Bühne stehe, bei den Blind Auditions, dann dreht sich auch nur einer um. Dann hätte ich eigentlich schon alles erreicht, was ich will. Also mehr kann man sich da ja auch nicht vorstellen. Das ist ja schon mal toll. Wie war das bei dir? War das auch so dein erstes Ziel mal? Also mein erstes Ziel war, falls ich rausfliege, ausgestrahlt zu werden. Okay. So, ich habe gehofft, ich bin sympathisch genug, dass ich gezeigt werde. und dann, ja, das war dann so, wow, es hat sich Yvonne umgedreht. Dann der zweite, der dritte, der vierte. Beim vierten habe ich schon gar nicht mehr singen können, weil ich dann mit den Emotionen ganz weg war. Ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, weil man merkt, okay, vier Leute haben sich umgedreht. Man hat ja irgendwo ein Interesse geweckt bei den Coaches. Ja. Und allein, und es sind halt nur wirklich ein paar Sekunden, wo man das verarbeiten kann. Ja, ja, ja. Und deswegen, ja, von Glücksgefühlen überschüttet. Quatsch. Und dann haben sich dann alle vier umgedreht. Und dann hast du dich ja letzten Endes für Smudo und Michi von den Fantastischen Vieren entschieden. Genau. Warum? Warum? Ist eine gute Frage. Natürlich verfolge ich The Voice nicht seit gestern, sondern habe mir schon viele Staffeln angeguckt und ich fand die als Coaches sympathisch, aber auch, was die mit den Talenten machen. Okay. Es ist immer so, ja, es ist eine Herausforderung. Mhm. Manchmal gut, manchmal schlecht. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt zu jemandem gehe, wo eh klar ist, was ich singe, wenn ich nur Balladen singe die ganze Zeit, zeige ich vielleicht nicht eine Facette an Musik, die ich vielleicht gern habe oder vielleicht auch machen kann. Du hast gehört, bei denen ist so der Bereich der Musik am weitesten aufgefächert. Genau, weil die halt diesen Hip-Hopper, ja. Aber ist klar, dass die nicht mit jedem Talent Hip-Hop machen, ja. Sondern die gucken sich halt einfach an, was wäre cool und das machen wir. Und jetzt sind ja die Fantastischen Vier sind ja nun wirklich in Deutschland Megastars, das muss man ja so sagen. Haben unheimlich viele Fans und so. Wie wird man dann automatisch auch ein Fan oder ist man das vorher schon und wie sind die denn so privat? Wie viel hast du mit denen privat zu tun gehabt? Also Fan, ich habe die Musik ehrlich gesagt, also kann ich ja offen sagen, ja? Die Musik habe ich jetzt nicht so, sagen. Genau, nein auch davor, also die Musik habe ich nicht so viel gehört. Man kennt zwar die Lieder von Fanta sowieso, weil sie immer im Radio gelaufen sind und heute noch laufen, aber ich war jetzt nicht so, dass ich sage, ich war richtiger Fanta 4-Fan, deswegen bin ich zu denen gegangen. Es war wirklich so, weil ich mir gedacht habe, mit welchem Coach könnte ich vielleicht ein cooles Erlebnis haben. Im Endeffekt hätte ich mit allen ein cooles Erlebnis gehabt. Aber ich bin wirklich froh, mit denen gegangen zu sein, weil die waren total sympathisch, total cool, haben einen eigentlich aufgelockert. Also wir waren ja richtig nervös bei den kalten Proben oder so. Und die waren dann immer total, total relaxed. Haben dann einen mal kurz den Arm genommen, bleib cool, alles cool, wir sind auch nur Fantas. Okay. Und ja, so lief es dann. Und wie ist das, wenn du dann mit so, auf du und du mit so einem Star bist quasi, wie viel hat man denn in so einer Staffel mit denen zu tun überhaupt? Man sieht natürlich immer viel, wie ihr miteinander agiert oder wie sie euch was erzählen, so, aber die sind natürlich nicht die ganze Zeit bei euch. Die machen ja auch andere Sachen noch. Wie oft seht ihr die? Genau, also man sieht sie schon oft. Klar, die können nicht bei jedem Vocal Coaching dabei sein, weil die natürlich auch ihre Tour, ihre PR-Termine haben, Interviews über The Voice haben. Mhm. In erster Linie machen wir sehr, sehr viel mit unseren Vocal Coaches und mit den Side Coaches. Zum Beispiel bei Team Fanta war es der DJ Tom Miller, der Produzent von Fanta, der sich das angehört hat und anschließend dann mit Fanta besprochen hat. Und zu den kalten, heißen Proben oder zu bestimmten Drehs waren Fanta auch immer da. Also wir haben schon sehr viel Kontakt gehabt. Jetzt ist, ich habe ja vorhin gefragt, was war das Ziel, dass du gesagt hast, erstmal überhaupt ausgestrahlt zu werden? Genau. Das ist auch gut, das ist auch ein gutes Ziel eigentlich, ja. Egal was dann kommt. Genau. So, jetzt lief es ja alles viel besser als gedacht, ne? Dann warst du ja im Halbfinale. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine blöde Frage, aber kannst du das Gefühl beschreiben, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt im Halbfinale und realisiert man das eigentlich total, wie viele wirklich gute Sänger man praktisch schon ausgestochen hat? Oder was ist das für ein Gefühl? Das ist ein wahnsinniges Gefühl, aber man denkt, irgendwann fängt man an, anders zu denken. Bei mir war es so,
ich war am Anfang wirklich nur ein Wohnzimmersänger. Und danach bekommt man jedes Mal Vocal Coaching. Die Stimme trainiert ja auch. Das ist ein Muskel, der trainiert wird. Und ich habe einfach gemerkt, was für einen Schritt ich gegangen bin. Dass mit du The besser Voice. Wirst, ne? Genau. Und Dann habe ich natürlich Blut geleckt. Im Halbfinale war dann nicht mehr, hoffentlich mache ich einen guten Eindruck, sondern ich wollte halt wirklich die Bühne rocken und es ins Finale schaffen. Okay. Im Endeffekt, ich bin nicht wirklich enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe. Aber man hat halt anders gedacht. Es war dann nicht mehr so, was ist der nächste Schritt, sondern das muss ich machen, das will ich machen. Mhm. Das war dann so eine Zielstrebigkeit. Okay. Und die wird dann immer mehr, je nachdem, immer wenn man eine Runde weiterkommt, will man die auch noch machen, ne? Auf jeden Fall. Also spätestens nach den Battles, wenn man weiß, okay, es geht zu den Sing-Offs, es sind 10 im Team, 3 kommen weiter, dann ist das nicht, hoffentlich bin ich einer von den 3, sondern ich will einer von den 3 sein. Ja. Vielleicht auch die einzig gesunde Einstellung dann, ne, in dem Moment. Genau, weil ich glaube, mit Angst darf man da nicht rangehen. Man, klar, mit Respekt ganz viel. Ich habe jeden Musiker respektiert, aber ich wollte es unbedingt. Und deswegen hat man dann vielleicht mal die ein oder andere Party sausen lassen und hat gesagt, ich gehe früh ans Bett, ich schon meine Stimme, aber dafür gebe ich dann morgen 100%. Okay, ja, wo du es gerade sagst, du respektierst jeden Musiker, jeder, der da mitgemacht hat. Das sah im Fernsehen natürlich immer alles sehr kumpelhaft und sehr freundschaftlich aus. War das tatsächlich auch so? Oder gab es da auch Konkurrenz? Weil letzten Endes seid ihr ja als Konkurrenten dort. Es war total überraschend. Also ich dachte mir, okay, es ist die Battle-Phase. Wir werden bestimmt jetzt die ein oder anderen Streitereien geben, aber es war absolut nicht so. Wir waren dann, wie viel waren wir denn? 40 oder 80 Leute, ich weiß es nicht mehr genau, in einem Hotel, jeden Tag miteinander. Wir haben jeden Tag gesungen, jeden Tag Spaß gehabt, jeden Tag abends zusammen eingetrunken. Und man muss schon sagen, es stimmt, Musik verbindet. Das haben wir alle bei The Voice erlebt. Und es war wirklich ein traumhaftes Erlebnis, wie wir dann wirklich fremde Menschen zu einer richtigen kleinen Familie wachsen. Und umso weiter es ging, umso mehr Kontakt man dann mit den Leuten hatte, umso intensiver wurde das alles. Lass mal kurz über was Privates sprechen. Du bist 1994 geboren. Richtig. Und bist, habe ich gelesen, weiß nicht, ob es stimmt, als du 3 warst, bist du mit deinen Eltern nach Kempten gezogen. Genau. Genau. Und deine Eltern sind ursprünglich aus Bosnien. Richtig. So, und wenn ich jetzt die Zahl 1994 sehe und Bosnien, dann denke ich an den Bosnienkrieg. Jawohl. Sind deine Eltern als Flüchtlinge quasi hergekommen? Also mein Papa auf jeden Fall. Mhm. Mein Papa war auch in der Armee und bevor es dann zu den großen Schlachten ging wie Srebrenica, mein Vater war nie ein Mensch, der anderen Menschen wehtun wollte. Er hat seine Pflicht erfüllt und als es dann wirklich halt zum Krieg ging, hat er die Grätsche gemacht und ist geflüchtet. Mhm, es war ja nicht nur schwer, in ein anderes Land reinzukommen, sondern aus dem Land raus. Ja. Was sagst du denn? Es wird ja viel über Flüchtlinge geredet, gerade jetzt heutzutage wieder. Seit 2, 3 Jahren gibt es eigentlich kein anderes Thema eigentlich. Ich meine, du bist ja eigentlich auch das Kind von Flüchtlingen. Jawohl. Nur das wissen vielleicht viele nicht. Wie ist denn wenn da irgendwie am Stammtisch oder in der Firma oder sonst irgendwie, wenn da so über Flüchtlinge geschimpft wird, sagst du dann da was dazu oder wie gehst du damit um? Klar, also ich sag da natürlich auch meine Meinung, ich sag's aber ganz gechillt, weil warum sollte ich mich darüber aufregen? Es gibt halt Menschen mit Vorurteilen, was ja auch okay ist, aber ich finde, man soll es halt für sich behalten, weil es gibt auch so viele Europäer, die genauso viel Mist machen wie Flüchtlinge, die halt faul sind, um arbeiten zu gehen oder was auch immer. Genauso gibt es aber auch Flüchtlinge, die halt wirklich es notwendig haben, hierher zu kommen, die unsere Hilfe brauchen und auch die Hilfe dankbar annehmen. Und ich meine, dass irgendein Flüchtlingsheim WLAN zugestellt bekommt, da kann der Flüchtling nichts dafür, sondern es ist halt eine Geste von dem Haus. Dann darf man sich nicht aufregen, dass der Flüchtling jetzt sogar WLAN hat, sondern ist doch cool, das Hotel oder die Herberge gibt es denen. Vielleicht seine einzige Verbindung nach Hause. Genau, die einzige Verbindung vielleicht mal mit Skype zu restlichen Familienmitgliedern zu telefonieren. Man weiß ja nie, wie viel auf dem Weg verloren gegangen sind. Aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, der eigentlich nicht viel über Flüchtlingspolitik redet mit jemandem, weil es ist meine Meinung und irgendwie habe ich auch das Gefühl, wenn man seine Meinung äußert, verliert man bei vielen Menschen so diese Connection. Mhm. Man wird gleich abgestempelt, auch wenn man was für Flüchtlinge sagt. Okay, ja. Und deswegen, ich bin für
diese ganze Sache. Klar, es muss kontrollierter sein, es muss auch die, wo Mist machen, müssen auch bestraft werden, aber genauso ist es bei Europäern, sei es Deutschland, sei es Italien, sei es Frankreich, sei es Bosnien, die nach Deutschland kommen und Mist machen, die werden genauso bestraft. Und es gibt genauso Europäer, mit denen man die besten Freunde wird. Genau. Ja, ich wollte jetzt auch nicht zu politisch werden, aber es ist natürlich interessant, von jemandem, der praktisch zumindest von seinen Eltern her einen ähnlichen Hintergrund hat, ne? wie der darüber denkt. Genau. Ja. Also ich kann es nur sagen, in Bosnien leben genauso Serben und Kroaten. Es ist die schönste Stimmung. Es gibt da keinen Streit. In Bosnien leben genauso Muslimen und Christen in einem Land und es gibt keinen Streit. Und deswegen finde ich, dass man gerade in einem zentraleuropäischen Land wie Deutschland sowas eigentlich auch haben muss. Jetzt ist ja, wo wir gerade in Bosnien sind, ist ja deine Heimatstadt in Bosnien, es scheint ja so ein Talentpool zu sein, hast du mir genau, mal erzählt. Richtig. Wo wir telefoniert haben im Vorfeld. Da bist du nicht der Einzige, der erfolgreich bei einer Castingshow mitgemacht hat. Total verrückt. Erzähl mal, wie ist das bei euch? Also wie groß ist die Stadt überhaupt? Also die Stadt hat 1000, 2000 Einwohner. Es ist wirklich richtig klein. Die Fußgängerzone Kempten ist wahrscheinlich größer wie die Stadt. Okay. Aber es ist tatsächlich so, einer der populärsten Musiker momentan hat vor 2 Jahren quasi das, ich sag jetzt mal DSDS, ist ein bisschen anders in dem Land, aber das hat er gewonnen dort und startet gerade richtig durch mit seiner Musik. Ein kleiner Freund von uns sogar, aus Holland, auch aus der Stadt, war bei Holland's Good Talent im Halbfinale, tanzt für Königin Maxima, hat er jetzt erst getanzt. Okay. Also bei ihm geht es auch richtig rund, auch im Halbfinale ausgeschieden. Aber es ist halt total witzig, wie aus einer kleinen Stadt dann so viele bei einer Castingshow mitmachen und halt es tatsächlich weit schaffen. Deswegen fand ich das so verrückt, als ich dann auch es geschafft habe. Ja. So, muss daran liegen, dass ich aus der Stadt komme. Dann steht das Dorf Kopf, oder? Genau, ja, extrem. Ja, von Prozentzahl her ist eine ziemliche Stardichte, würde ich mal sagen. Ja, also verrückt, richtig verrückt, gruselig. Nochmal ganz kurz zu The Voice. Da kam ja nach der Sendung kam ja noch die Tour, genau, wo du praktisch nachgerückt bist, genau, weil jemand, der aus dem Finale nicht mitgemacht hat, jawohl, da bist du nachgerückt. Und da wart ihr, wie lange wart ihr unterwegs? Einen Monat lang, ne? Ja, wir waren vom 26. Dezember mit 2, 3 kleinen Pausen bis zum 21. Januar unterwegs. Mhm. Also, wie hast du das denn gemacht? Du hast eine kleine Tochter, du hast einen Beruf. Wie geht das? Was hast du denn für einen geilen Chef? Ja, ich bin unheimlich dankbar meiner Firma auch, dass die das so mitgemacht haben. Auch meinen Kollegen, die meine Arbeit abgenommen haben. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Und klar waren die bestimmt auch mal sauer darauf, so, oh, jetzt fehlt der schon wieder. Und aber im Fernsehen hier so schön. Genau, im Fernsehen macht er hier einen auf Larifari und wir dürfen seine Arbeit machen. Nee, also die waren wirklich ein Mega-Support. Mein Chef auch, er hat viele coole Aktionen gemacht, was The Voice angeht. Ein Gewinnspiel, ein Flyer verteilt. Ja. Und die Familie, die kleine Tochter? Die kleine Skype. Tochter, auf jeden Fall jeden Tag FaceTime. Aha. Hat nicht fehlen dürfen. Immer wenn ich aufgestanden bin, kurz bevor ich in die Halle rein bin, im Bus, haben wir dann nochmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde FaceTime gemacht. Dass wir natürlich uns sehen und ohne wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Aber das ist, glaube ich, eh schwierig, ne? So ein Leben, so ein Künstlerleben und dann gleichzeitig ein festes Zuhause haben, die Familie immer sehen wollen, ist, glaube ich, auf Dauer schwer. Richtig. Wie hast du dir das irgendwie für die Zukunft, weil es musikalisch mit dir weitergeht, wie hast du dir das vorgestellt? Oder hast du es noch gar nicht vorgestellt? Ich hab mir schon Gedanken drüber gemacht. Klar, wenn es mit der Musik richtig gut läuft, hat man immer die Chance. Ich habe es zum Beispiel bei Pink gesehen, das ist für mich ein Idol, was das angeht. Sie ist extra von Amerika zu The Voice of Germany für einen Halbfinalauftritt und hat die ganze Familie im Pack gehabt, die dann zugeguckt haben. Und ich dachte mir, hey, wenn das irgendwann mal möglich ist, dass ich das machen kann, es gibt doch nichts Schöneres. So, ja, man spielt gleich vor 4 Millionen Leuten live im Fernsehen und bei der warmen Probe hocken da unten meine 2 Töchter und mein Mann. Besser für mich wäre es halt jetzt meine Frau und meine Tochter. Das war ein wahnsinniges Erlebnis. Ich glaube sowieso, dass Pink nicht das schlechteste Vorbild ist. Nein, Pink ist natürlich wahnsinnig cool. Was ist denn überhaupt ein Vorbild? Warum, wegen wem, kleine Deutschschwäche gerade, wegen wem hast du denn angefangen, überhaupt Musik zu machen? Wow, also ich habe als Kind sehr viel Chris Brown gehört, also ich bin sehr in R&B gegangen, Neo, es war auch damals in, die Mädels haben das gehört und klar hört man das auch, aber irgendwann mit der Zeit stand ich voll auf akustische Sachen, auf Pop, ich bin ein Riesenfan von James Bay, von Bruno Mars, von Sam Smith, Ed Sheeran,
das sind so Idole, Vorbilder. Der war auch da, oder? Ed Sheeran war auch da. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt, weil er zur Finalshow da war. Ach so. Man hat sich kurz gesehen, aber mehr auch nicht. Mhm. Das ist dann schon eine andere Hausnummer, oder? Klar, Ed Sheeran ist, aber ich weiß, dass er ein total cooler Typ ist. Man merkt es auch an seinen Instagram-Stories. Wenn er mal selber das Handy nimmt, er ist halt so, wie er ist und er lässt sich nicht verstellen. Er verstellt sich auch nicht und deswegen finde ich ihn eigentlich so im Pop-Business das Idol schlechthin. Mhm. Kannst du aus dem Stegreif kurz was singen? Ich weiß, es ist immer blöd. Du kannst auch Nein sagen. Wow. Vielleicht überlege ich mir ein, zwei Songs bis zum Ende? Bis zum Ende, ja, okay. Dann haben wir noch 6 Minuten 56 Zeit. Oh, okay. Zeit. genau, dein erster Auftritt, kannst du dich an den erinnern? Wo du das erste Mal auf irgendeiner Bühne standst? Also nicht bei The Voice, sondern im Leben? Ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Und zwar habe ich einen Rap-Song gecovert von Casey Rebel. Der ist auch gerade Nummer 1. Immer wieder. Und er war in Kempten. Er hat mein Video geteilt auf Facebook, wo ziemlich viral gegangen ist. Und er hat mich in Kempten erkannt in der dritten Reihe und hat mich so auf die Bühne gezogen. Quatsch. Und ich durfte dann bei der Big Box vor 1000 Leuten meinen ersten Auftritt mit Casey Rebel machen. Aber da, das war halt natürlich ein wahnsinnig cooles Gefühl. Und ich dachte mir da schon, okay, das will ich nicht missen müssen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wäre auch für mich eine Berufsentscheidung gefallen in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. Genau. Genau, die Tour haben wir erzählt. Familie, Beruf schwierig, aber machbar nach der Firma. Wie lange warst du denn eigentlich bei The Voice of Germany, diese ganzen Dreharbeiten? Also alles, was wir im Fernsehen immer so zweimal in der Woche gesehen haben, das zieht sich ja. Wie lange dauert sowas, bis diese Staffel fertig ist? Das dauert schon sehr viel und da ist auch ein ganz großes Team dahinter. Wir sind meistens 1 bis 2 Wochen immer nach Berlin gefahren für jede Sequenz, also Blind Auditions, Battles, Sing-Offs. Und Sing-Offs war die kürzeste Zeit, da waren es irgendwie 4 Tage, wo wir dort waren. Aber gerade Battles waren viel Dreharbeiten. Wir waren, bevor wir nach Berlin gegangen sind, waren meine Battle-Partnerin und ich in Magdeburg bei einem Fanta-Konzert eingeladen. Ja, ja. Da hat man Dreharbeiten gemacht. Anschließend sind wir nach Berlin und es ist immer so 1 bis 2 Wochen, wo man vorab schon dort ist, um das Ganze zu drehen. Okay. Aber es wird, also das, was auf der Bühne passiert, ist hundertprozentig live und das davor ist halt immer in ein paar Tagen gedreht. Ja, ja. Und dann sehen wir das natürlich alles zusammengeschnitten und geballt im Fernsehen. Genau, also ich sag, das, was vor der Bühne und auf der Bühne passiert, ist immer taggleich, aber halt zum Beispiel so Dreharbeiten wie auf dem Fanta-Konzert passiert nicht in einem Tag, das ist klar. Also das ist dann immer davor. Und du warst von wann bis wann, also wie lange, was für eine Zeitspanne warst du mit in diesem The Voice of Germany-Kosmos? März 2017 hat es angefangen und Dezember 2017 war das Halbfinale aus. Und dann aber eben bis vor 2 Wochen auf der The Voice Tour. Genau, genau. Also schon eine lange Zeit, die man da verbringt. Lange Zeit, ja. Hast du noch Kontakt mit dem Team Fanta, also mit den anderen, die dabei waren, aber auch mit Michi und Smudo? Ja, auf jeden Fall schreibt man sich ab und zu mal. Neulich erst habe ich Bilder bekommen, wo wir Selfies gemacht haben von Michi, von DJ Tomilla, mit dem habe ich auch Kontakt, mit der PR-Managerin, also mehr mit dem Fanta-Team habe ich Kontakt, als mit Fanta selber, weil klar, die sind natürlich auch beschäftigt, machen gerade ein neues Album, sind in den Dreharbeiten, gehen auf Tour wieder, haben halt viel um die Ohren, was ich aber gar nicht schlimm finde, also ist es auch verständlich, ich bin jetzt nicht böse auf die oder sowas, dass ich schon mit denen Kontakt habe, mit DJ Tomilla und mit der PR-Managerin, das sind natürlich schon cooles Feedback für mich. Ja, klar. Und wie geht's bei dir weiter musikalisch? Das steht noch offen. Also ich werde auf jeden Fall viele Auftritte in Angriff nehmen. Ich werde versuchen, meine eigene Single in diesem Jahr noch auf den Markt zu bringen. Dafür muss ich einen guten Text schreiben. Klar. Brauche ich ein gutes Studio. Ja. Aber ich habe sehr viel Hilfe und sehr gute Hilfe. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass ich wenigstens mal meinen Song aufgenommen habe und dass er sich vielleicht in den Ohren bei den Leuten hängen bleibt. Da habe ich schon viel Hoffnung. Ja, okay. Und natürlich, Hoffnung haben wir ja gelernt, reicht nicht, sondern auch das Ich will das. Klar, wie ich will bei den das. Castings, genau, oder richtig. Wie bei jedem Schritt, den genau, du gegangen richtig. Bist. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Max Giesinger, der in der ersten The Voice Staffel
mit dabei war, der ist ja schon, den hört man ja aller Orten im Radio. Genau. Und der ist ja auch bloß Vierter geworden. Ne? Der ist nur Vierter geworden. Also du musst nicht unbedingt, genau, musst nicht unbedingt gewinnen. Ja? Nee, genau. Es gibt auch Mick Donné, der war, glaube ich, auch im Halbfinale rausgeflogen. Ich glaube, auch in der ersten oder zweiten Staffel. Hat ganz viel Musik gemacht mit vielen bekannten Musikern. Macht selber noch Musik, hat selber seine Single rausgebracht. Es liegt halt an dir selber, was man draus macht, aus dem dahergezauberten Sprungbrett. Mhm. Und deswegen, ich nehme es jetzt in Angriff, weil es ein Ziel für mich ist. Manche sagen dann, okay, für mich reichen jetzt meine Auftritte, das, was auch total okay ist. Ja, ja, klar. Aber ich möchte halt mein eigenes Ding machen, meine eigene Musik und meine eigenen Texte. Und ich hoffe, dass ich schaffe und den Hörern das gefällt. Ja. Ja, das wäre doch toll, wenn man dann mal wieder was von dir hört. Letzte Frage, wärst du auch zu DSDS gegangen? Nie im ganzen Leben wäre ich zu DSDS gegangen. Aus dem einfachen Grund, dass man halt schon vorab merkt, dass das gar nicht echt sein kann, weil so verrückte Menschen kann es ja eigentlich gar nicht auf einem Haufen geben, um sich so zum Affen zu machen. Und die werden ja auch zum Affen gemacht. Und die werden auch zum Affen gemacht. Die werden aufs Brutalste ja quasi teilweise runtergemacht. Und wie will man dann, gerade die sind ja viel populärer wie die, wo es weiterschaffen. Und wie willst du denn noch als Mensch auf die Straße laufen? Man hat ja auch viele Berichte gelesen, dass diese Leute dann auch wirklich Probleme hatten, sich wieder einzugliedern in der Gesellschaft. Mhm. Und deswegen war DSDS nie, also ich hatte keine Angst, nicht weiterzukommen bei DSDS. Ich war auch nicht sicher, dass ich weiterkomme bei DSDS. Aber es war einfach ein Format, das mir menschlich nicht zugesagt hat. Und deswegen bin ich zu The Voice gegangen. Und vielleicht hören wir demnächst was von dir. Ja, ich hoffentlich. Hoffe sehr. Sag Bescheid. Werde ich auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch erstmal. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Danke euch auch. Und vielleicht bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.